Wir haben gar kein Problem im Waffengesetz. Wir haben ein Vollzugsproblem. Die Gesetze, die müssten nur angewendet werden. Dann wäre alles in Ordnung. Das hört ihr ganz oft. Ich sage euch jetzt meine Meinung darauf. Ich finde diese Aussage richtig gefährlich. Ich will nicht sagen, sie ist gut, sie ist falsch. Da sind ein paar wahre Punkte dabei. Aber bitte bedenkt mal Folgendes. Das Führen von Einhandmessern ist verboten. Und wenn man jetzt sagt, wir haben ja nur ein Problem in der Durchführung der Gesetze, in der Durchführung und die Gesetze müssen umgesetzt werden, dann bedeutet das doch, dass an jeder Ecke ein Polizist steht und euch jeden Tag die Taschen umdreht und so verhindert wird, dass ihr Einhandmesser mit euch tragt. Oder dass dafür gesorgt wird, dass ihr keine Springmesser habt, die verboten sind. Wollen wir das? Ich will das nicht. Ich halte das Waffengesetz für falsch. Ich halte es für grundlegend falsch, weil es ereignisgetrieben ist und nicht aufgrund der Erfahrung. Eigentlich müsste man, bevor man ein Verbot erlässt, egal ob ein Besitzverbot wie bei verbotenen Gegenständen oder ein Führverbot wie bei Einhandmessern, bevor man das erlässt, müsste man erstmal ins Ausland schauen. Weil im Vergleich mit anderen Staaten sieht man, welche Vorschriften was bringen und welche nicht. Und ich will euch jetzt aus meiner Sicht die wichtigen Argumente sagen. Es wird sehr bald vom Bundesinnenministerium der dritte Versuch kommen dieser Regierung, der dritte, das Waffengesetz zu verschärfen. Die ersten beiden sind abgewendet worden, dank der FDP und dank dem VDB. Der VDB tut so viel. Was hat dagegen der Bundesverband Zivile Legalwaffen gemacht in der Zeit? 3 Facebook-Meldungen und ein Interview mit einem Politiker in einem halben Jahr. Das war's. Also, liebe Messerbesitzer, ihr habt nur den VDB hinter euch, zusammen mit den beiden angeschlossenen Schneidwarenverbänden. Da wird sich für euch eingesetzt. Werdet Fördermitglied. Das halte ich für richtig wichtig, weil ich glaube, in ein paar Wochen wird es richtig gefährlich. Das Bundesinnenministerium, SPD geführt, will alle Springmesser verbieten. Alle. Dazu zählen auch diese inzwischen noch erlaubten, die sich seitlich öffnen. Also, was ist jetzt das Argument, um das zu verhindern? Im Koalitionsvertrag steht das Argument drin, das Waffengesetz soll erst evaluiert werden, bevor man neue Verbote fordert. Also, evaluieren wir es. Was hat das Verbot von Springmessern, die vorne rauskommen, gebracht? Wie viele Messerdelikte hat es verhindert? Kein einziges. Kein einziges. Es beschäftigt die Polizei, es beschäftigt die Verwaltung, die Justiz, den Justizvollzug, Gutachter in den Landeskriminalämtern. Es hält die Behörden von der wichtigen Arbeit ab. Und ein Blick in unsere Nachbarländer, zum Beispiel nach Österreich, wo diese Messer erlaubt sind, zeigt und beweist, das Verbot ist sinnlos. Und jetzt will das Bundesinnenministerium weitere Verbote, die von den wirklichen Sicherheitsproblemen ablenken. Das ist das Problem. Diese dauernden Forderungen im Waffenrecht lenken von den wirklichen Problemen ab. Den Problemen in der Justiz, im Justizvollzug, den Problemen mit der Migration, die es gibt. Ihr lest es dauernd in den Nachrichten. Ein Strafverfahren muss eingestellt werden, weil es zu lange dauert, weil die Justiz kein Personal hat. Dann helfen neue Verbote nicht, sondern sie machen es schlimmer. Das Verbot aller Springmesser wird die Gewalt steigen lassen. Das Führen von Einhandmessern ist verboten seit einigen Jahren. Was hat das gebracht? Die Messerkriminalität explodiert. Jetzt will man noch mehr verbieten. Feststehende Messer über 12 cm zu führen ist bisher verboten seit einigen Jahren. Jetzt will das Bundesinnenministerium das kürzen auf 6 cm. Dann wäre auch das Führen dieses Messers verboten, was man jetzt noch mit sich tragen darf. Fällt sich eh nur der gesetzestreue Bürger daran. Dem Straßenschläger, dem Kleinkriminellen, dem ist das völlig egal. Gewalttaten, Messerstechereien,
die entstehen aus einer Wut heraus. Es ist doch keine sinnvolle Überlegung, wenn jetzt irgendeiner sagt, ich steche den jetzt nieder. Ich bin sauer auf den Türsteher, den steche ich jetzt nieder. Das ist ja kein überlegter Plan. Das ist aus der Wut heraus. Deswegen holt er sich einfach das Messer, wo er es gerade hat. Aus der Küche zum Beispiel. Die Verbote bringen nichts. Das muss evaluiert werden. Das sind meiner Einschätzung nach die wirklich wichtigen Punkte dabei. Diese Aussage, wir haben kein Problem in den Gesetzen, sondern ein Vollzugsproblem. Die impliziert, dass es sinnvoll ist, dass man Einhandmesser nicht führen darf. Ist das, wollt ihr das wirklich? Bist du der Meinung, dass das richtig ist? Wir haben so viele Messergesetze, so viele Vorschriften mit Messern. Die sind so kompliziert, dass 90% der Polizeibeamten und der Verwaltungsbeamten in den Waffenbehörden es nicht mehr verstehen. Geh zu deiner Waffenbehörde und stell ihm folgende Frage. Das ist ein Einhandmesser. Muss man das wegschließen vor einem Minderjährigen? Muss man einen Ausweis dabei haben, wenn man dieses Messer dabei hat? Und wenn er darauf antworten kann, dann hast du einen der wenigen, die sich auskennen. Frag das einen Polizisten. 90% werden es dir nicht sagen können, weil es jetzt schon so kompliziert ist. Es sollen weitere Verbote kommen und weitere Verbote und weitere Einschränkungen, die von den wirklichen Sicherheitsproblemen ablenken. Es kommt jetzt leider eine große Gefahr auf uns zu, dass es weitergeht. Immer sinnlos weiter wie in England. Die Kriminalität wird steigen, weil alle Behörden mit diesem Unsinn beschäftigt sind. Ein weiteres wichtiges Argument, habe ich auch schon oft gesagt, das Waffenverbot im Einzelfall muss ausgeweitet werden. Die vorbestraften Gewalttäter, die müssen ein Waffenverbot bekommen. Dass das per Gesetz ohne Verwaltungsakt erfolgt. Und das kann man dann auch auf gefährliche Gegenstände ausweiten. Das ist eine sinnvolle Maßnahme. Weil wenn jetzt weiter das Waffengesetz verschärft wird, wird es immer weitergehen. In 10 Jahren werden die nächsten Sachen verboten. In 20 Jahren die nächsten. Immer weiter. Es muss unterbrochen werden. Ich hoffe, diese Argumente, die ich euch heute genannt habe, die bringen euch zum Nachdenken. Vielleicht wollt ihr sie übernehmen. Denkt daran, wenn jetzt die nächste Forderung kommt, dann ist die FDP wieder das Zünglein an der Waage. Wenn die FDP einknickt, dann haben wir echt ein Riesenproblem. Jeder muss aktiv werden, wenn diese Forderung kommt. Schließt euch zusammen in den Schützenverbänden, schließt euch beim VDB an, sprecht mit den Messerverbänden, die sich auch beim VDB angeschlossen haben. Und es werden dann Aktionen kommen, aber bitte denkt darüber nach, dieses Wort, wir haben ein Vollzugsproblem, diese Aussage. Ich finde sie gefährlich. Ich finde sie wirklich gefährlich. Und dann schauen wir, dass wir diesen Unsinn abwenden können, dass wir auch weiterhin einfach den Kulturgegenstand, den wir haben, unbesorgt mit uns tragen können. Überlegt mal, wie viele Handwerker ihr simples Cuttermesser nach der Arbeit noch dabei haben und dann angezeigt werden. Sie waren nie die Zielgruppe dieses Verbots. Sie werden angezeigt. Und ich schätze, dass das jeden Tag mehrere hundert Anzeigen sind. Wegen dem Führen von Einhandmessern. Von völlig unbescholtenen Bürgern, die nie irgendwem auf die Nase gehauen haben. Das macht einfach keinen Sinn. Genau. Ich wünsche euch nur das Beste und hoffentlich bis bald. Ciao.